morgen auf jeden Fall, egal wie und was, es schaffen, dass unsere Base außenrum mit Fundamente komplett aus Stein ist. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, deswegen wird gerade das Ding gezähmt. Und dann würde ich sagen, dass man da nochmal rüber geht. Wie gesagt, ich will es nur testen. Ich will die ja noch nicht gleich komplett zerstören. Ich werde es auf jeden Fall mal wissen, wenn wir da jetzt eine Armbrust haben, aufschießen. Wie viel Hits man nachher zurück haben kann, um gerade den hier Trike und sowas außer Gefecht zu setzen. Aber wenn wir nachher da 30 Schuss brauchen, dann steht man eine Weile da. Jetzt ist das Ding nachher mit 5 Schuss um und ist bewusstlos. Dann weiß ich, können wir da morgen auch hingehen, wenn die online, oder halt wenn die online sind, dann braucht man nur warten, bis die, was weiß ich, 2 Minuten weggelaufen sind. Bis dann hat man das Trike und alles schon mal außer Gefecht gesetzt. Und wenn die nachher kommen, die gegen uns, so Bodentrupp, da mache ich mir keinen Kopf. Ja, weil... Auch falls sie dich umnocken sollten oder sowas, weil so wie letztes Mal lasse ich mich nicht nochmal wegbauen. Aber da stelle ich morgen da noch eine komplette Chitinrüstung her und alles ist alles kein weil Thema. Weil was wir machen können, wir haben 300.000 Leder von denen bekommen, was ich gerade gesehen habe. Ich will 2 Pikes mitnehmen und oben die Dachluke kaputt machen und will rein und alles ausrauben. Ja. Ich tue sie zwar nicht töten, aber was ich mir überlegt habe, ich nehme noch einen Käfig mit und ziehe die Leiche da rein. Meinst du, wenn er schläft? Ja, wenn er halt auf dem Boden liegt. Ja, du musst, aber du kannst bei denen auf den seinen Strukturen, glaube ich, nichts hinbauen. Deswegen musst du alles betäuben, dass ich ihn draußen in den Käfig reinhau. So. Zumindest den stärksten von denen, dann ist er erstmal eine Weile beschäftigt. Oder halt muss ich töten irgendwie, töten lassen, keine Ahnung, er muss warten. Ja, bei sowas würde ich dann eher sagen, wenn 3 Leute drinnen liegen, dann werden 3 Käfige hingestellt, dann kommen sie alle 3 in den Käfig nebeneinander. Soll ich mal dann 3 Käfige machen oder so? Ja. Oder 4? Ja, 4 Stück sollte ich erstmal machen. Und deswegen... Weil das ist dann ein Muss, dass wir morgen alles aus Stein machen müssen. Ja, Stein und außenrum noch Stacheln. Ja, das muss, weil sonst kannst du vergessen. Deswegen sag ich ja, morgen ist der Plan im Endeffekt die Base soweit aus Stein außenrum. Weil denk dran, morgen ist mein letzter langer Tag sozusagen. Ja, deswegen außenrum die Base mit Stein. Und dann noch ein paar, was weiß ich, im Haus drinne selber auch noch vielleicht 5 einen Schrank hinbauen mit Notfallsachen, 5 Wände, 5 Decken und was weiß ich. Ja, das ist ja nachher dann Kleinzeug. Und was ich mir selber noch vorgenommen habe, ist morgen so ein Foremia-Ding züchten, So ein Flugsaurier. Nein, so ein Kaki und ein Flugsaurier. Bei Flugsaurier haben wir nämlich Kibbel. Das geht nämlich in einer halben Stunde, das Ding. Okay, wenn es einer mit Level 80 ist, ist es nachher knapp eine Stunde. Deswegen hoffe ich mal, dass morgen vielleicht wieder einer bei uns vor der Base rumfährt oder so. Ich nehme mir gleich mal 50 Betäubungspfeile mit. Eine Armbrust. Deswegen, und morgen kommen dann nämlich auch die Pflanzentrüge drauf. Da müssen wir auch irgendwie was bauen, am besten an jeder Ecke was. Oder irgendwie... Ja, weißt du, wie viele die uns gegeben haben? Ich weiß schon, wie wir es machen. Oben rum, außen rum, wenn alles aus Stein ist, immer eine Holzdecke oben als Laufweg. Und da packen wir die Dinger rauf. Weißt du, was ich meine? Ja, wir machen da mehrere Dinger. Und wie gesagt... Deswegen, da kommen Pflanzen rein, die erstmal dann... Wo sind die Pflanzen davon? Die sind rechts bei uns in dem Schrank drinne. Da, wo die ganzen anderen Samen und so sind. Ah, die 25 Stück da. Ja. Die Spezies X-Pflanzensamen. Ja. Alter, wenn die nächstes Mal kommen, die werden nichts mehr machen. Deswegen sage ich ja, aber wenn wir die nämlich, auch wenn die tags, das wäre das Gute, wenn wir hier morgen so weit aufbauen, dass auch Pflanzen auf dem Dach stehen... Und die uns hinterherkommen. Was wollen die machen? Wir brauchen uns nur neben unsere Base stellen und die verrecken. Wir können da gar nichts mehr machen. Ab morgen haben sie verkackt. Was sollte ich jetzt machen, so eine Dinger? Käfige. Genau. Was brauche ich dafür? 110 Holz, Strohfaser. Über 3000 Leder, Alter. Ist doch geil.
Ja, ich habe gerade reingeguckt wegen Rüstungsteil erstellen. 3300 irgendwas Leder. So pervers. Das Geile ist beim Zähmen von dem Ding, Alter, Effektivität ist bei 98,9%. Geil, ist nichts runtergegangen. Ja, vielleicht verliert er ein Level, aber welches Level? Was steht da? Was steht da plus? Jetzt sind es glaube ich nur 23 Level plus. Ja, der ist 48 plus 23. Das ist geil. Also auf jeden Fall haben wir mal knapp auf Level 70. Alter, wir haben keine Kacke mehr. Ja, was? Der Schrank ist auch schon voll mit. Immer. Ich kann nur 3 machen. Kein Holz mehr. Ja. Strike bin ich davor noch mal eine Runde gelaufen. Habe jetzt auch noch mal ein paar mehr Bären und ein kleines bisschen Fleisch in den Futtertrug reingemacht. Hält sich das Fleisch im Futtertrug eigentlich auch länger? Warte, gucke ich gleich. Ja, okay, 40 Minuten rum. Oder eine Stunde, wenn es insgesamt ist, circa. Also bei 20 Stück hält es genau 20 Stunden an. Knapp einen Tag. Was auch kacke ist, das Vieh verhungert uns voll, wenn es keine Kacke kriegt, Alter. Ja, deswegen sage ich, einen Kaki morgen auf jeden Fall fangen. Ah, erste Räucherfleisch ist fertig. 1. Da sieht schon mal, wie lange das dauert, ey. Hast du den Haufen weggenommen? Ja. Alter, es geht wirklich. Stimberries essen lassen und der kackt die ganze Zeit. Stell dich mal hinter das Ding und heb mal die ganze Zeit auf. Hast du einen geholt? Nein, aber es geht auch hier mit dem. Mit welchem? Dem Spike. Ach so, Spike. Ach, wo bist du hier?
Ach, du bist oben drauf. Ja. Oben drauf. Deswegen, dann gibst du ein paar Stimberries. Zack, verkackt. Ja. Das ist geil. Berries. Verkackt. Geil. Verkackt. Darauf muss man erstmal kommen. Ja. Ist ja wie cheaten. Ja, irgendwie schon. Das Simberry ist da, oder? Eigentlich muss man das zu zweit machen. Einer sitzt drauf und füttert die ganze Zeit Stimberries und der andere drückt die ganze Zeit die Z-Taste. Mal wieder viel Scheiße gesammelt. Bin ich mal gespannt, ob die zwei Kibbeldinger noch reichen für den ganzen Rest, was dabei eben noch fehlen. Ah, ich wollte noch ein Pike. Warte mal kurz. Anna-Pach. Nee, ich wollte gerade gucken, weil jetzt auf einmal Dschungelbuch anfängt. Aber dann tut der Fernseher wahrscheinlich Filme nach und nach sowieso ablaufen lassen. Ist hier. Frage ist, ob du mich so tragen kannst, ey. Probier mal. Was hast du denn jetzt alles dabei? Warte. Ich wiege 92. Ja. Wie lange braucht das Vieh draußen noch ungefähr? Eigentlich noch 5 Minuten. Die letzten zwei Kibbeldinger müsste es jetzt eigentlich essen. Ein Kibbel, aber ich glaube, das reicht gar nicht. Die haben sich, glaube ich, ein bisschen verkalkuliert. Egal, ich habe genug Bären reingepackt. Alter, 98,7%. Reitest du schon mal hin? Nee. Nach Holzfleisch? Ja. Das, der Parasaurus Level 116, Alter. Ja, ich glaube, so wie die es gesagt haben, hätte man sich mal so einen Biber gefangen, Alter. Dann wären unsere ganzen Holzprobleme, glaube ich, schon immer weg gewesen, ne? Wenn man da wirklich 1000 Holz oder so rauskriegt, dann will ich nicht wissen, wie unsere Base mittlerweile schon aussehen würde. Der Parasaurier rennt durch. Keine Chance. Der ist komplett weggejumpt. Ja.
Da haben die 30 Sekunden nicht gereicht, bis der tot war vom Raptor. Da ist hier ein Bär bei uns oben an der Base. Wie kommst du drauf? Weil ich da oben was sehe. Ja, Mann, hier ist ein Bär bei uns, Alter. Welches Level ist der? Level 8er Bär. Könnte man kriegen. Aber nee, mit was war das? Ja, der Bär ist ganz normal Fleischfresser. Hä, wo Weil bist der ist du? Genau über... Hier rechts, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Mich? Ja. Genau hier vor mir ist der Bär. Willst du mal betäuben? Ah ne, den muss man von hinten, gell? Nein, den muss man ganz normal betäuben. Oh oh. Alter, ist der schnell. Jupp. Urtot, Level 8er Bär. Ach du Scheiße. Alter. One hit. Okay. Der ist geil. Der ist geil. Wo ist deine Leiche? Oh Mann, ich sehe bei dir wieder nichts. Du bist aber nach vorne geflogen, glaube ich, wo er dir die Pranke gegeben hat. Alter, wo ist deine Leiche? Hast du sie? Nö, noch nicht. Das kommt jetzt geil. Du hattest Kibbel bei dir, oder? Nein. Aber Armbrust und sowas, mein ganzes Zeug. Nicht, dass das es kann wieder, doch nicht sein. Nicht, dass wieder so ein Bug ist, dass man dich nicht findet. Ja, die ganze Zeit jetzt immer, egal wer gestorben ist, Anna oder so, es ging immer. Ja, oder nicht, dass der Bär genauso wie der Agent es ist, dass man von dir nichts mehr findet. Weißt du, was ich meine? Dass er die Sachen aufsammelt. Ja. Wo ist denn der Bär jetzt eigentlich hin? Oben am Stein. Hinterm Stein. Ja, da ist er so weit weggerannt. Ach nein, Alter, lol, der ist schon wieder hier vor mir. Wenn ich hol mal schnell den Trike raus und guck mal. Ah, hier liegt meine Leiche, ich hab ihn. Ich hab so. Lol. Ja, die liegt wieder so halber im Stein drinne, deswegen sieht man die nicht. Ja, aber wieso so weit oben? Irgendwann siehst du es? Ja, aber wieso so weit oben? Der hat dich doch viel weiter tiefer genockt. Ja, dann ist es aber genau der Punkt. Sieht so aus, als er mich runternockt, aber da oben, wer mir die Prank gegeben hat, da liegt mein, da bin ich tot. Und dann tut's im Endeffekt, wie sonst immer, wenn man getroffen wird, tut's dich zurückziehen. Okay, er gehört uns. Fett. Muss man nur kurz eine Mauer einreißen. Ja, mach eine Türmauer. Torch hinten. Torch hinten. Ja. Torch ist scheißegal. Wir müssen das Ding ja eh noch eins höher bauen. Ja, wir müssen doch mal eins mit dem Tor machen. Ja. Ach, der hat auch gleich einen Scheiß offen da liegen lassen.
Geh mal zum Stein hoch, ich will mal gucken, wie das abgeht. Gar nicht so langsam, Alter. Ich wollte eigentlich, dass du mal zum Stein hochgehst. Ja, chill mal ganz kurz, ich will mal nur kurz das Zeug drin reinbringen. Ich muss was trinken. Alter. Shipment, Equipment. Also ein Bär ist geil. Ja, hast du gesehen. Wenn er dir One-Hit gibt, Alter, den so einen müssen wir holen. Der ist Level 8. Ja. Will ich nicht wissen, wie das abgeht, wenn die mal so ein Level 70er haben, Alter. Der vor allem, wie schnell der war. Wie schnell der war. Ja, der sprintet los. Dann haben sie keine Scheiße erzählt. Wie willst du denn so ein Ding überhaupt fangen, ey? Ja, mit zwei Armbrüsten hin. Jeder vom Weiten drauf schießen. Gar nicht erst das Ding rankommen lassen. Da musst du ja am besten da so eine kleine Plattform schnell hinbauen und dann von da schießen. Ja, reicht ja auch, wenn man einfach den so ein bisschen an Felsen ranbackt. Futtern rein. Nimm dir mal 50 Pfeile mit. Hab ich. Ach so, was machst du jetzt? Aber mal gleich testen. Ja. Wo sind denn Steine? Rechts. Oh, das sieht so hässlich aus. Geil ist einfach mal den Berg hochrollen. Ja. Aber geht Stamina schnell weg? Das geht. Ich schau, wie weit ich roll. Von dem kompletten Berg hoch. Alter, das passt ganz genau bis... Wenn da der Wurm nicht gewesen wäre, es genau gepasst bis zu den Steinen. ...22 Steine mit einem Mal. Fett. Wie viel kann er tragen? Wie viel Kilo? 280. Na, es geht noch. Also nur auf, erstmal, weil er schön schnell ist, nur auf den Gewicht. Ja. Ich habe gleich Kacke aufgehoben. Ja, wir sollten es abwechselnd machen, Gewicht und Nahkampf. Ja, und wenn ich jetzt selber nicht ganz so schwer wäre, wenn ich mich jetzt leer machen würde, dann könnte auf jeden Fall mal so 250 Steine zurückbringen. Jetzt habe ich 138 drin, jetzt wird schon knapp vom Gewicht. Aber ich habe ja auch alles Mögliche dabei. Und dann das kommt zurück. Alter, wie das aussieht. So ein hässliches Vieh ist das. Ich finde es gar nicht so schlimm. Das andere Ding mit den Stacheln ist hässlicher. Ich dachte, das hatte ich vorgehauen. Kilo. Auch von den Dingern sollte ich mir noch 3 Stück mitnehmen. Ja, okay, 3 habe ich. Da, und der ist jetzt schon Level up, Alter. Ja, hat er doch gesagt, es geht rucki-zucki. Und der Level was? Level 71, Hammer. Alter, ich finde das Rollen so witzig, Alter. Überroller. Level 72 ist er. Mal das Ding kurz streicheln. Ja, mache ich schon. Guck mal, der springt, der macht Rückwärtssaldos und jeden Scheiß, Alter, voll geil. Also Scheiße, ist alles voll.
Der hat auch noch Scheiße. Alter, wenn die jetzt hier in die Base reinspringen würden mit Level 30, Alter, was denkst du, wie schnell die tot sind? Ja, ist schön viel Dinos da. Alles, Alter, der Raptor, wenn alles drauf attackt, Alter. Deswegen wollte ich viele Dinos, auch ein paar Dinos haben und halt schon viele Dinosaurier. Scheißegal, auch wenn es nur eine Schildkröte ist. Alles attackt, weißt du, was ich meine? Ja. Die sind dann so verpackt, die können sich nicht mal mehr bewegen, wenn so viele kommen. Alleine, wenn die Dilos nur angreifen, haben sie schon.